Stellen Sie sich vor, Chirurginnen und Chirurgen können in einer virtuellen Operation Eingriffe am Knochen üben. Wie in einer realen Operation sehen, hören und fühlen Sie dabei, wie Sie fräsen und bohren. Im BMBF-Projekt Haptivist haben wir genau das realisiert und ein haptisch-visuelles Trainingssystem für die Chirurgie entwickelt. Mein Name ist Matthias Hofer, ich bin Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und bin an der Universitäts-HNO-Klinik in Leipzig als geschäftsführender Oberarzt tätig. Wir sind eine Klinik, in der wir sehr viele implantierbare Hörsysteme implantieren. Ich kann sagen, dass ich einer der Experten und auch Chirurgen dafür bin an unserer Klinik. Und ich würde gerne demonstrieren, wie wir es verbessern können, dass zukünftige Kollegen diese implantierbaren Hörsysteme sicher implantieren können. Also ich möchte Ihnen einfach ein Tool zeigen, mit dem wir unsere Ausbildung verbessern können. Das System, was ich vorstellen möchte, ist im Rahmen des Haptivist-Projektes entwickelt worden, hier am Fraunhofer-Institut. Es ist ein System, was aus mehreren Komponenten besteht, das würde ich gerne zeigen. Und wir fangen zunächst mal an mit dem eigentlichen Eingabegerät, was für mich als Chirurg wichtig ist. Ich habe hier ein sogenanntes haptisches Eingabegerät, was eine Fräse simuliert. Damit ich meine Position, die ich im OP-Saal einhalte, auch hier am Tisch einhalten kann, haben wir ein Spiegelsystem angebracht. Auf dem Spiegelsystem sehe ich einen 3D-Monitor, der mir den realen OP-Verhalt widerspiegelt. Und damit das Ganze noch realistischer ist, kann ich auch verschiedene Bohrgrößen auswählen. Und diese Bohrköpfe habe ich hier in diesem sogenannten Graphical User Interface wunderbar hinterlegt. Ich habe hier verschiedene Größen und ich habe auch verschiedene Arten von Bohrern, die man auswählen kann. Ich habe einen Rosenbohrer oder eben einen Diamantbohrer. Was hier aber hinzukommt, ist, dass wenn ich die Fräse benutze und mich im Patientengebiet bewege, habe ich genau die gleiche Kraftrückkopplung, wie ich sie auch im OP-Saal hätte. So wie Sie das System jetzt sehen, ist es aktuell ein Trainingssystem. Das heißt, Sie können an einem vorgefertigten Patient den Eingriff üben, wiederholt üben, solange bis Sie sicher sind. Können das dann auch Ihrem Vorgesetzten zeigen, Ihrem Oberarzt, Ihrem Chefarzt, je nachdem. Das Ziel ist aber, dass wir aus diesem System in der Zukunft ein patientenindividuelles System entwickeln. Das heißt, dass wir den Patientendatensatz individuell vor der Operation einlesen und dann quasi virtuell den Patienten voroperieren können, um eventuell schwierige Situationen voraussehen zu können. Das bedeutet für uns ganz konkret, wir haben den Fall relativ oft, dass wir eben auch fehlgebildete Patienten haben oder auch Kinder, wo die Anatomie noch verändert ist und dass wir gerade für diese Patienten die OP-Zeit reduzieren und natürlich auch die Sicherheit erhöhen. Das sind die Pluspunkte von Haptivist. Zum einen können sich angehende Chirurgen und Chirurginnen optimal auf die komplexe Situation im OP vorbereiten. Sie können einen Eingriff mit den CT-Daten eines Patienten planen und üben. Zum anderen können Sie jeden Schritt der virtuellen Operation beliebig oft wiederholen und rückgängig machen. Das Projekt Haptivist wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Hierfür haben mehrere Partner zusammengearbeitet. Die Firma Scenaris beschäftigt sich mit den Themen digitales Lernen und Serious Gaming und leitet das Gesamtprojekt. Seafront aus Hamburg entwickelt den autostereoskopischen 3D-Monitor für das Projekt und das Unternehmen Haptzion aus Aachen passt den benötigten Haptikarm an. Das Universitätsklinikum Leipzig und das Universitätsklinikum Regensburg bringen sich mit ihrer klinischen Expertise ein. Die Ostbayerisch-Technische Hochschule Regensburg sowie das Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen in Erlangen sind die technischen Projektpartner und verantwortlich für die Darstellung und Interaktion mit der virtuellen Realität. Weitere Informationen zum Projekt Haptivist und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website.